los? Der Olympus hat sich mit unserer Welt verbunden. Was einst versteckt lag, ist nun klar zu sehen. Die Revolution steht bevor. Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag je erleben würde. Der Anfang des Endes der Dämonen. Die Menschheit wird frei sein. Ja. Frei von den Dämonen. Der Pfad ist frei, wir können herrschen. Was hast du gesagt? Der Pfad ist frei, wir können nun herrschen. Worüber herrschen? Über das hier. Über alles. Hörte. Du meinst wie Mundus? Nein. Nein. Wir werden nicht wie Mundus sein. Wir werden unsere Untertanen respektieren, nicht versklaven. Untertan? Er meint dich. Er meint Menschen. Ich dachte, wir haben für die Freiheit gekämpft. Wir haben nur für seine Freiheit gekämpft, nicht deine. Denk doch mal einen Moment nach. Die Menschen sind schwach. Sie sind wie Kinder. Sie brauchen Schutz. Nicht nur vor anderen, sondern vor sich selbst. Wir, du und ich, wir haben sie gerettet. Wir haben sie gerettet? Wer sonst? Ein Mensch. Cat war hilfreich, aber... Hilfreich? Cat hat mein Leben gerettet. Cat hat Qualen überstanden, um deine Existenz geheim zu halten. Cat hat uns durch den Turm zu Mundus Versteck geführt. Ohne ihre Hilfe hätten wir es doch nie so weit geschafft. Wenn du nicht einsiehst, was für ein Chaos die Menschen verursachen würden. Wenn du nicht die Verantwortung annehmen willst, sie zu beschützen. Dann steh mir nicht im Weg. Ich werde alleine herrschen. Ich hab dir nicht geholfen, Mundus zu vernichten, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Das werde ich nicht zulassen, Virgil. Und ich werde mich nicht aufhalten lassen, Bruder. Geh zur Seite. Tu das nicht. Virgil, bitte. Halt dich da raus! Und damit ein herzliches Willkommen zu Devil May Cry wieder. Und Virgil ist doch nicht so, wie wir unseren Bruder uns vorgestellt haben. Da haben wir wieder das alte Devil May Cry, was wir zu sehen bekommen. Weil im alten Devil May Cry waren Virgil und dann nicht wirklich so gut miteinander, ne? Tut mir leid, Bruder. Muss es nicht. Schon. Aua. Oh, wow.
So. Es ist noch nicht zu spät. Doch, ist es. Ja, und sein Teleportieren, ne? Ja. Ist klar, er kann sich 10.000 Mal teleportieren. Oh Gott. Als würde nicht einer reichen, ne? So, stirb, Virgil. Ich glaube, diese Folge wird doch kürzer als erwartet. Aber egal. Tante! Tante, töte ihn nicht! Bitte! Ich flehe dich an! Bitte hör auf! Für mich! Die Welt wird jetzt von mir beschützt. Du hast die falsche Seite gewählt. Du bist kein Mensch, Dante. Du wirst nie einer sein. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist Dante. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und damit haben wir Devil May Cry DMC beendet. Ja, wie gesagt, ich mag die alten Devil May Crys lieber als den hier, aber ich muss dazu sagen, ist auch nicht schlecht. Also, ist
gibt schlechtere Spiele als das. Ich habe sie auch schon mal vor Jahren auf der Xbox durchgespielt. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Der Grund, wieso ich mir eigentlich nur mal diese Edition hier geholt habe, war erstens mal wegen dem DLC. Und zweitens, weil ich eben immer ein großer Devil May Cry Fan war. Auch wenn es nicht mehr das gleiche ist wie früher. Der hier, aber gut. Ja. So. Sonst so. Oh. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen unangenehm für euch. Ich habe das Mikrofon ein bisschen verschoben. So. Ja. Unser Dante hatte zum Schluss weiße Haare. Ich glaube, es wird auch nie ein zweites DMC kommen. Weil das bei vielen Leuten, glaube ich, nicht gut ankam. Obwohl die Story eigentlich nicht so schlecht ist. Von daher. Aber gut. Was wollte ich sagen? Ach ja. Ich werde noch Virgils Untergang spielen. Das ist ein DLC. Ich habe absolut keine Ahnung, was in Virgil... Also das ist für mich total blind. Das habe ich kein einziges Mal gespielt, Virgils Untergang. Deswegen... Das ist dann für mich komplett neu. Ich finde es auch sehr interessant hier beim Abspann, dass die 10 zeigen, wie sie das Spiel zusammengebaut haben müssen. Ich muss sagen, das ist sehr interessant gemacht. Ist mal was Neues beim Abspann. Statt dass man nur die Leute gezeigt kriegt, sondern auch die, ein bisschen von ihrer Arbeit, wie sie es gemacht haben. Okay, jetzt kommt Compo Christ, die Band. Hier, Lenta USA. Die meisten Songs hier in Devil May Cry gemacht haben, die habe ich sogar schon mal live gesehen. Und ich wusste gar nicht, dass die so viele Songs hier in Devil May Cry gemacht haben. Die waren einmal eine Vorgruppe von irgendeinem Konzert, wo ich war. Jetzt ist aber fertig mit den schönen Bildern, die ich gerade so schön gelobt habe. Jetzt ist, glaube ich, nur noch Abspann. Naja. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel wieder Spaß bei dem Let's Play. Ich glaube, hier war ich nur auch wieder, keine Ahnung, auch, aber viel zu ruhig. Hier hätte ich viel öfters könnten rumlabern, aber ich habe mich versucht, so gut wie es geht, dauernd immer zu konzentrieren, damit ich hier euch ein schönes Let's Play liefere mit wenig Problemen. Also nicht mit 10.000 Mal Neustarts, weil ich immer gestorben bin. Aber ja. So. Was kann ich euch denn noch erzählen? Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr es fandet. Das ganze Let's Play. Es tut mir auch leid, dass es leider immer bei mir öfters im Moment Pausen gibt, aber es klappt einfach nicht übereinander, alles an einem Tag immer aufzunehmen, weil ich ja mehrere Let's Plays laufen habe, klappt das einfach nicht. Das klappt im Moment nicht wirklich, das so übereinander laufen zu haben. Aber, ja... Es ist schon besser wie früher. Früher hat man auf meinem Kanal einmal die Woche ein Video gehabt oder so. Also hat sich jetzt schon einiges bisschen geändert, ne? Mal gucken, wie weit ich alles noch, wenn ich, sobald ich in meinem Urlaub bin, wie weit ich alles vorarbeiten kann für meine Videos. Ob überhaupt dann auch die Zeit, weil ich gehe irgendwann in Ferien, also ob die Zeit überhaupt dann Videos kommen, weiß ich noch nicht.
wenn ich sie weit genug vorgeplant bekomme, dann kommen welche, aber wenn nicht, dann ja, kommen keine. Der Abspann findet kein Ende, merke ich gerade. Der Abspann ist wahrscheinlich größer wie jetzt die ganzen Kampfszenen, die wir mit Virgil hatten. Der Abspann füllt gerade die Zeit der Folge hier. Ich glaube, mit Virgil waren wir so in 8 Minuten oder so war fertig. Aber okay. Dann habt ihr eine Folge mit Abspann. Ist doch auch toll. Also, gibt nichts Besseres. Zum Beispiel hier, ihr hättet all diese schönen Namen wie Christopher Stevens oder Kathleen Geiss nicht gesehen. Oder Christopher Smith oder Michael Patterson. Also, mein Fazit. Ich würde euch raten, falls ihr es selbst noch nie gespielt habt, das Spiel, und ihr es interessant fandet. Sogar wenn ihr denkt, oh, es ist nicht wie das alte Devil May Cry, ihr könnt es trotzdem mal spielen. Also es ist, macht saumäßig Spaß zum Spielen. Trotzdem, auch wenn es ein Unterschied ist zu den anderen Devil May Crys, macht es trotzdem sau viel Spaß, finde ich. Also, da muss ich sagen, Spielspaß hat es. So. So langsam gehen mir die Ideen aus, über was ich noch mit euch quatschen kann. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Abspann so lange dauert. Ja. Also, wie gesagt, ich werde noch Virgils Untergang, glaube ich, heißt dieses DLC. Das werde ich demnächst dann noch aufnehmen. So, was danach noch, was ich jetzt danach mache, nach Devil May Cry als Projekt, muss ich sagen, bin ich mir noch unsicher. Entweder God of War, also die Remastered Edition, die für die PlayStation 4 kam. Ich glaube, God of War 3 war das. Oder Until Dawn. Oder ich guck mal, was ich noch so hab. Aber ich glaube, es wird einer von den beiden. Oder Beyond Two Souls. Das wollte ich eigentlich ja auch noch machen. Das ist der von den Machern von Heavy Rain. Das wäre bestimmt auch noch sehr interessant. Also das wären jedenfalls drei Spiele, die ich kein einziges Mal gespielt habe. Also wäre es auch total blind dauernd. Was natürlich bei manchen Rätseln, ich weiß jetzt nicht, wie viele Rätsel in manchen Spielen da eingebaut sind. Ich glaube, bei Antitown sind nicht so viele Rätsel eingebaut. Da kann ich den nur einfach alle sterben lassen, wenn ich so schlecht spiele. Und Beyond Two Souls könnte vielleicht Rätsel haben. Okay, ich habe gedacht, wir wären beim Ende angekommen, aber es kommen noch Sachen. Ja, und God of War, ja, das könnte vielleicht ein paar Rätsel haben. Es ist schon Jahre her, wo ich irgendein God of War gespielt habe. Ich glaube, ich habe eins gespielt, zwei, weiß ich mal nicht, ob ich ihn gespielt habe. Aber eins habe ich damals auf PlayStation gespielt. Auf PlayStation 2 oder ein? Ne, PlayStation 2 war das, glaube ich. Ja, ich glaube, das war PlayStation 2. Da habe ich jedenfalls eins gespielt. Ob ich jemals God of War 2 gespielt habe? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie wichtig das ist für God of War 3. Aber gut. Kann man ja mal spielen. Die Musik hat aufgehört, der Abspann aber nicht. Dann hätte ich auch lieber gehabt, die Musik würde noch weitergehen. So wird's ja stinklangweilig hier im Abspann. Dudum, 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 dudum. Da, 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 da. Oh, oh, oh.
Oh, wir schaffen es. Der Abspann ist vorbei. Bye, Junimond. Mission abgeschlossen. Und wir kriegen ein A und Verbesserungspunkte. Du hast Devil May Cry abgeschlossen. Neuer Modus freigeschaltet. Sohn des Spartas. Neue Variante mit neuer Gegnerverteilung und neuem Gegnerverhalten. Versuche diesen Schwierigkeit als nächstes. Kleidung freigeschaltet. Weißhaariger Tante. Greife von Missionauswahl auf Kleidung zu, indem du das Aussehen auswählst. Neuer Modus freigeschaltet mit Stil. Gegner nehmen erst ab Rang S Schaden. Kann die Missionsauswahl für jeden Schwierigkeitsgrad aktiviert werden. Das müssen wir nicht tun. Das müssen wir nicht tun. Aber was wir vielleicht mal tun können, ist mal hier einfach irgendeine nehmen und nur kurz. Ach so. Das ist jetzt Standard mit weißen Haaren. Lol. Und das andere ist original. Okay. Ja, jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal bei meinem neuen Let's Play oder bei irgendeinem, was gerade den Tag darauf läuft. Tschüss!